So, das ist die Summary von heute. Wir haben geschafft, WQS 1 bis 4, Spiegelneuronen, WQS 5, 6, 7, Wandschirm. Wir sind bei 8, gibt es unbewusste Vorurteile. IAT Harvard kommt noch. Wir haben schon eine ganze Menge. Dass die meisten Lehrer Bildungsnasen und die meisten Schüler nicht im Gymnasium, eher von den bildungsferneren Gegenden kommen. Wandschirm, also wir haben schon einiges geschafft. Jetzt, das Prinzip des IAT, das ist ein Test, um subjektive, unbewusste, implizite Vorurteile zu testen. IAT steht für implizit, assoziativ, Test. Implizit ist eigentlich unausgesprochen, wird also eine Mutter sagt, ich habe sie explizit verboten, das zu tun. Meistens neigen Frauen ja eher zu impliziten Botschaften. Das schauen sie dann böse. Das Töchterchen versteht das, weil sie auch weiblich ist. Der Junge versteht es nicht. Da sagen Männer, Frauen können sie sich klar ausdrücken. Weil Männer expliziter sind. Ja. Und geht doch eher in die Naturwissenschaften, die Frauen eher in die Geisteswissenschaften. So. Implizit ist aber auch ein Modewort geworden in der Psychologie. Für Psychologen, die sich genieren, unbewusst zu sagen. Die sagen dann implizit, das klingt vornehmer. Weil unbewusst ist besetzt, semantisch, nicht, Freud und so. Wenn man weg will von der Psychoanalyse, dann mag man das Wort unbewusst vielleicht nicht. Das sollten wir also mal bereinigen. Der Herr Hohenstein hat ja angedeutet, 15 mm Bewusstes auf 11 km Unbewusstes. Stellen Sie sich das mal bildlich vor. Wenn Sie die Zahl 15 mm stört, dann machen Sie 15 Meter draus und dann dementsprechend viele Nullen an die 11 Kilometer, dann haben Sie es auch wieder, das ist mir wurscht. So, wir haben also diesen gigantischen langen Körper, inneres Archiv, unbewusst, ohne Freud zu bemühen, unbewusst, davon wissen wir nichts, weil unser Bewusstsein hat sozusagen diese Grenze hier, damit wir nicht wissen, was wir wissen. Das muss so sein. Wenn Sie alles wüssten, was Sie wüssten, könnten Sie ja nicht über die Straße gehen, wenn alles bewusst wäre. Es gibt Formen der Geisteskrankheit, wo man das nicht wegdrücken kann, wo ständig alles im Kopf herumtanzt. Da ist man nicht überlebensfähig. Also zunächst einmal drücken Sie alles weg und sind immer das, was Sie so in den 10 Minuten jetzt ungefähr brauchen, tätig. Und das ist bewusst. Wenn Sie jetzt was suchen, dann müssen Sie diese vielen Mitarbeiter bemühen, die sehr beamtengleich und sehr zuverlässig Ihre Schubladenkassen zu halten. Das ist deren Aufgabe. Jetzt spielen Sie Stadt, Land, Fluss. Naja, dann muss der Schublade auf, kommt eine Stadt raus, Schublade zu. Und dann spielen Sie öfter Stadt, Land, Fluss. Schublade auf, zu, auf, zu, auf, zu. Und dabei sagt er, du kannst dich mal, lässt die Schublade auf. Aber nicht lange. Im statistischen Schnitt 30 Stunden. Wenn Sie nicht weiterspielen, zack, geht die wieder zu. Geht so ein Timer eingebaut, ein Gummiband. Dann ist sie wieder zu. Drum kommen die Leute so doof aus dem Urlaub zurück. Wurden zu viele Schubladen nicht aufgemacht. Nach 30 Stunden sind die zu. Da brauchen sie dann so 2-3 Tage, bis sie langsam wieder alle Schubladen aufbauen. Leuchtet ein. Wenn Sie jetzt aber regelmäßig Stadt, Land, Fluss spielen, wenn Sie zu Ihren wichtigsten Themen im Urlaub einmal am Tag 60 Sekunden ABC-Liste machen würden, dann bleibt die Schublade auf. Innerhalb von 30 Stunden einmal kurz ein ABC, wenn Sie am Strand entlang gehen, ist die Schublade auf. Sehen Sie, und der Experte und die genialen Leute auf irgendeinem Gebiet unterscheiden sich vom Laien dadurch, dass sie ständig an ihr Thema denken. Die haben ständig viel mehr Schubladen auf. Das nenne ich den Stadt-Land-Fluss-Effekt. Wenn Sie regelmäßig Stadt-Land-Fluss spielen oder Stadt-Land-Quantenphysik oder was immer, bleiben diese Schubladen auf. Ist klar? Wenn jemand gar nichts hat in einer Schublade, okay, haben wir leere Mengen. Aber wenn was drin ist, können wir nur dran, wenn die Schublade aufgeht. Das sind die 11 Kilometer. Wir reden also jetzt nicht vom Psycho-Scheiß. Wir reden davon, dass das einfach so gut ausgedacht ist von der Natur, damit Sie über die Straße gehen und Gurken schneiden können. Okay? Jetzt, wie intelligent sind Sie? Wie intelligent sind die Leute, mit denen Sie arbeiten? Zum Beispiel Ihre Schüler. Ihre Mitarbeiter. Können Sie Intelligenz verändern? Jetzt kommt schon wieder ein Harvard-Mann. Ist das die große Ruhe da draußen? Dieser heißt Perkins.
von Perkins wurden ein, zwei Bücher oder was übersetzt, aber nicht das Wichtigste. Wenn Sie Englisch können, das wichtigste Buch von ihm heißt Outsmarting IQ. Outsmarting IQ. Also er sagt, die Frage nach der Intelligenz wird falsch gestellt. Wenn wir sagen, ist sie angeboren oder anerzogen oder erworben, anerzogen, erworben, so, dann sagen wir eins oder zwei. Er sagt, wir müssen aber sagen eins, zwei oder drei. Das sind 40 Jahre Forschungsergebnisse. Nummer eins ist angeboren, können wir nichts machen. Zwei und drei sind zwei Radeln, an denen wir drehen können. Das heißt, indem wir die verändern, können wir unsere Intelligenz verändern. Indem wir die uns anvertrauten, Schüler, Lehrlinge, Mitarbeiter, dazu bewegen, an den Radeln zu drehen, machen wir diese intelligenter. Wenn die aber intelligenter werden, werden sie automatisch auch kreativer. Viele Leute glauben, Kreativität ist was anderes, das ist Unsinn. Intelligenz heißt, dass sie viele Fäden im Wissensnetz haben oder viele Mücken haben zu diesem Thema, darum können sie intelligent darüber nachdenken, drücke ich mich klar aus. Was heißt Kreativität? Dass sie mit Fäden oder Mücken spielen können, um neue Verbindungen herzustellen. Aber wenn es keine Fäden, keine Mücken haben, können sie nicht kreativ sein. Und darum amüsiere ich mich über die sogenannten Kreativen, die nichts wissen, null Bildung, Baseballkappe verkehrt rum aufsetzen, ich bin der Kreativer. Und so schauen auch viele Buchtitel, die von solchen Grafikern entwickelt werden, aus, haben null Beziehung zum Inhalt, Hauptsache ein paar bunte Farben. Grafisch, ne? Oft nicht einmal Fachkenntnisse darüber, wie man so eine Seite gestalten soll. Den goldenen Schnitt nie gehört. Tja. Wissen Sie, wo die Norm liegt? Das habe ich in vielen Jahren herausgefunden, das ist entsetzlich. Ich habe früher mal gedacht, die Normleistung läge bei 50. Aber bei unserem Bildungssystem, haben Sie schon angedeutet heute? Wobei mit unter meine ich alle zivilisationskranken Gesellschaften. Von Amerika über England, Frankreich, Europa. Finnland sind die ersten, die aufgewacht sind. Die hatten 80 noch die Probleme, die wir heute haben. Die haben die geändert. Die haben sie geändert. Wir können sie auch ändern. Amerika ist noch schlimmer als Deutschland. Dann kommt Deutschland, dann kommt Österreich, Schweiz. Dann kommt länger nichts. Dann begeben wir uns schon in die asiatischen Länder. Da kommt sehr viel. Da hat Bildung einen sehr hohen Wert. Schauen Sie in Deutschland, Sie müssen dann für Schweiz selber überlegen, wie das bei Ihnen sein könnte. Wenn in Deutschland ein Lehrer, eine Lehrerin mal das Kind des Metzgers vorschlägt für die Oberschule, was ja seltener passiert als beim Kind des Chirurgen, dann lagen 50% der Eltern jener Kinder des Praxis nicht. Das würde in Asien nie passieren. Nie. Wenn in Asien ein Kind ausgewählt wird, dann sind die Eltern überglücklich. Noch dazu, wenn es eine kostenlose Ausbildung wäre. Da würde nie die Hälfte sagen, das braucht's nicht. Die überschlagen sich vor Freude. Die Asiaten geben bis zu 60% des Geldes aus, das sie frei verfügbar haben, also nachdem die Miete gezahlt ist und dass die Nahrungsmittel eingenommen wurden, für Bildung. Bis zu 60%. Das ist unglaublich. Über Jahre hinweg. Und bei uns wird Bildung nicht hochgeschätzt. Wenn Sie zu einem Seminar gehen, dann kennen Sie Leute. Viele Leute, die sagen, was willst du denn da? Wenn Sie zum Fitness gehen, sagen die, toll, ja, more power to you. Finde ich großartig, dass du das machst. Bilden Sie Ihre Muskeln, da findet jeder Sie intelligent. Wagen Sie dann in die Hirnzellen zu arbeiten. Was willst du da? Kaufen Sie sich ein gutes Buch in dieser Richtung? Sie wissen ja, der Trend zum Drittbuch wächst, nicht? Neben dem erzählten Buch der Bibel kommt dann noch ein Buch hinzu. Wenn Sie sich eins kaufen, über wie man seine Muskeln entwickelt, finde ich anders schick. Können Sie auf dem Wurzelbottich liegen lassen. Macht keine einzige Bemerkung, aber niemand. Haben Sie was über wie man das Gehirn will? Ach so, machst du auch so ein Zeug. Nicht? So ist es. Also, der Perkins hat gesagt, wir haben drei Sachen. So. Das erste ist die Geschwindigkeit, mit der unsere Neuronen feuern. Also unser Speed Limit. Haben wir Pech gehabt, wenn wir neuronal langsam sind. Jetzt erschrecken Sie nicht. Ich bin neuronal langsam. Dann sagen Sie, das kann ja nicht sein. Ihr redet so schnell, wie kann die neuronal langsam sein? Ja, sehen Sie, ich habe an dem Radl gedreht. Wer hier dreht,
kann neuronal schnell wirken. Finden Sie das? Das hier ist, was wir gelernt haben. Wissensnetz, Mückenschwärme. Je mehr wir haben, desto leichter können wir was Neues einsortieren. Ich habe vor einem Jahr angefangen, mich mit der Stringtheorie auseinanderzusetzen, die zur Quantenphysik gehört. Da ich mich da ein bisschen auskenne, konnte ich relativ leicht den Teil jetzt lernen. Aber wenn ich gar keine Ahnung hätte von Quantenphysik und dann fangen wir an mit der Stringtheorie, dann wird die Sache sehr kritisch. Das heißt, je mehr ich schon gelernt habe, desto leichter lerne ich Neues. Also, da kann ich dran drehen. Hier nicht. Nehmen Sie mal die Firmenidentifikation am Telefon. Je öfter eine Frau das gesagt hat, die da hockt seit Jahren, kann auch ein Mann sein, desto schneller wird das sagen. Nicht, weil er schnell denkt, sondern weil er geübt ist. Also hier haben wir Wissen und Training. Wissen und Training. Einverstanden. Und jetzt kommt der dritte Punkt und das ist das Geniale an seinem System. Soweit hatten ein paar andere Leute auch schon ein paar Gedanken gehabt in die Richtung. Aber das hier ist genial. Das nennt er eine reflexive Intelligenz. Und damit sagt er, wir haben die Wahl der Strategie. Wir können die Methode wählen, die Strategie wählen, die Technik wählen, mit der wir vorgehen wollen, beim Lernen, beim Lehren, beim Denken etc. Das ist jetzt wirklich absolut neu. Also die meisten Kinder, also die meisten Nachhilfe, Dollar und Franken und Euro werden gezahlt für Fremdsprachenunterricht, wenn er verpflichtend ist. In Amerika ist er erst im College verpflichtend, damit fällt das Problem in der Highschool weg. Die machen sich leicht. Bei uns ist er aber schon eher verpflichtend. Leider zu spät, aber eher. Das heißt, da geben wir sehr viel Nachhilfegeld aus. Warum? Weil die Leute alle so unbegabt sind, selbstverständlich. Sehen Sie, wenn das wahr wäre, dass alle, die Probleme haben mit dem Sprachenlernen in der Schule, unbegabt wären, dann würde das ja heißen, dass der liebe Gott alle genetisch Sprachbegabte in die Benelux-Länder gejagt hätte, da ist nämlich ein Nest davon. Da sind sie viersprachig, in der Regel. Jetzt könnte man sagen, Schweiz, kleines Land, Nachbarn, vier Sprachen im Land, ich kenne kaum viersprachige Schweizer. Und wenn, dann sind sie im Tourismus und sind keine Schweizer. Nicht? Wenn wir jetzt mal ausgehen davon, dass es an der Methode liegen könnte. Zum Beispiel bei der Birkenbill-Methode ist Vokabellernen verboten. Nicht freiwillig, sondern verboten. Grammatik ist erlaubt, wenn Sie unbedingt wollen, aber nicht notwendig. Das sind die zwei größten Probleme, die Leute haben, Vokabel brauchen. Und es gibt dann solche, die zwar gute Noten schreiben, aber kein Wort sprechen können. Die haben gelernt, wie man eine Note erkämpft. 7 Jahre Englisch 1. Sag mal was. Nee. Die Firma will sie nach England schicken. Gottes Willen. So, und die Leute, die da auf Birkenbill umpopeln. Da haben wir also Schüler, die heimlich hinter vor sich gegen die Schule, Trotzschule. Lernen die jetzt Sprachen nach Birkenbill? Müssen im Unterricht 3 Lektionen voraus sein, damit sie durch den Unterricht nicht mehr versaut werden können. Und einmal kommen sie klar. Und nach einem Jahr nehmen die freiwillig noch eine 2. Sprache dazu, weil das so heiß ist. Jetzt sind wir beim Jonglieren, jetzt machen sie es freiwillig, weil sie merken, dass sie es können. Das gilt für Erwachsene auch. Das heißt, wenn sie irgendwas nicht zu können glauben, sie oder ihre Kinder oder ihre Mitarbeiter oder wer immer, so, schauen Sie, ob es andere Methoden gibt. Sagen Sie nicht, ja, da haben Sie wahrscheinlich kein Talent. Sagen Sie nicht, ja, die sind wahrscheinlich faul. Ich gebe Ihnen mal eine ganz böse Fußnote. Wer hat das Vokabellernen wann erfunden? Das hat mit Pädagogik nichts zu tun. Das war nackte Notwendigkeit. Das war, als die Kirche sich entschlossen hat, in die Welt zu ziehen und allen Menschen, vor allem Heiden, vom lieben Jesuskind zu erzählen. Deren Kulturen kaputt zu machen, weil die ja alle beschissen waren. So, und jetzt sitzen da junge Mönche im Kloster und der Erste, der da abgereist ist, das Gebiet zu sondieren, wenn er nicht gefressen wurde und Kontakt machen konnte, wir sind ja soziale Wesen, hat ein bisschen was von der Sprache gelernt, von denen es ja vorher keine Aufzeichnung gab, waren ja Wilde, ne? Wilde irgendwo im Dschungel. So, und dann hat er also ein paar
Vokabeln und ein paar Grammatikregeln aufgeschrieben. Das hat ein Akademiker getan. Verstehen Sie das? Für andere Akademiker. Und jetzt saßen die Mönche da, hatten nichts zu tun, außer beten, Sprachen lernen und eine kostenlose Weltreise zu bekommen durch die Kirche. Ja, die waren auch motiviert. Damals gab es keine Sprachaufzeichnung, keine mehrsprachigen DVDs, nichts der Techniken, die wir heute haben. Gab es nicht. Ja, und dann haben die anderen eben da gesessen und die Sprache gelernt und dann sind sie dem hinterhergereist, damit sie ihm helfen können, die Kultur dort kaputt zu machen. Im Namen der christlichen Nächstenliebe. Nicht? Und heute reden wir uns über die Islamisten auf. Ja, die sind noch nicht ganz so weit wie wir. Die haben noch ein bisschen, die haben ja später angefangen als wir. Ist doch unfair, nicht? Die haben doch viel später angefangen. Gut, wir wollen ihnen nicht hunderte von Jahren geben, aber so ein paar Jährchen müssen wir ihnen vielleicht noch geben. So, das heißt, die Methode, Sprachen zu lernen, die unter Freiwilligen, die eine kostenlose Weltreise haben wollten, ohne irgendwelche Aufzeichnungsmöglichkeiten, gut funktioniert, aber man konnte keinen Native herholen, der die jetzt unterrichtet hat. Die kann ich doch nicht in ein Schulsystem setzen und Leuten aufzwingen, die da sitzen müssen, die mehrere Sprachen lernen sollen, die ständig Noten kriegen, die keine Weltreise kriegen. Die machen das nicht, um eine Weltreise zu haben und dann zu überleben dort. Ja, wo ist denn die Motivation? Wenn ich in den Dschungel gehe, will ich dort sehr wohl überleben. Da muss ich schon unterscheiden können zwischen diesen und jenen Wörtern. Das ist eine ganz andere Situation. Und wie man so ein System, ein Schulsystem hineinpflanzt und Jahrzehnte mit den Ergebnissen, die wir haben, drin lässt, ohne das System zu hinterfragen, warum tun wir das? Wir tun das wegen der Spiegelneuronen. Darum habe ich Ihnen das erzählt. Schauen Sie. Wenn wir sagen, wir werden durch die Umwelt programmiert und wir haben auf der einen Seite die Lippe und auf der anderen Seite die Handlung. Hier haben wir also Worte und hier haben wir Handlungen. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, Sprachen lernen ist Handlung. Eine Fremdsprache können ist Handeln, hat mit Theorie nichts zu tun. Wenn ich Ihnen sage, ja, im Arabischen wird das Auxiliary im Präsens nicht verwendet. Ja, das mag Sprachforscher was sagen, aber Ihnen doch nicht. Wenn ich sage, schau, im Arabischen sagen Sie, ich in Kairo bin, brauchen Sie nicht. Ich in Kairo. Ja, ich in München. Der Araber sagt, ich und wo reicht vollkommen. Ich im Haus, ich vor Haus und so weiter. Brauchen Sie kein bin. Ist doch völlig klar, ich und Kairo, dass Sie da sind. Sie brauchen es nur, wenn Sie nicht mehr da sind. Ich war in Kairo oder ich werde in Kairo sein, aber ich bin in Kairo, bin es überflüssig. Jetzt verstehen Sie mich. Jetzt werden Sie, wenn wir dekodieren, das machen wir nämlich wortwörtlich übersetzen, übersetzen Sie ich in Kairo. Dann suchen Sie hinterher nicht verzweifelt einen Bin, weil Sie wissen, es gibt keins. Ja, sowas. Das ist Anwendung. Wir reden vom Verhalten. Wir reden nicht davon, ob Sie eine Prüfung bestehen können und über die Sprache intelligent referieren können. Das können Sie auf der Uni machen. Das hat auf der Oberschule nichts zu suchen. Oder auf der Grundschule, auf der Hauptschule, wie Sie Ihre Regelschulen nennen. Das hat da nichts zu suchen. Drücke ich mich klar aus? Die falsche Methode. Sie werden auf meiner normalen Webseite birkenmühl.de finden Sie so einen Schuber mit Schubladen. Und das eine, da steht drauf, Text. Steht da Text oder Texte? Text. Gehen Sie mal da rein, dann finden Sie da einen Text von Gatto. G-A-T-T-O, Gatto. Das sind vier Texte von mir logischerweise, das ist meine Webseite, aber ich habe ab und zu mal einen Gast da drinnen. Der Gatto ist so 5, 6, 7, 8, 9 Zahlen runter von jetzt. Ne? Den hat der Oliver Bayeux für uns ins Deutsche übersetzt, dann brauchen Sie sich für englischen Quellen. Dieser Mann zeigt, dass möglicherweise das ganze Schulsystem nicht erfunden worden war, um Bildungs Chancen zu ermöglichen, sondern um sie zu verhindern. Und wenn Sie sich das Sprachenlernen anschauen, dann fragen Sie sich, ob der Mann recht hat. Und was mich ganz besonders wurmt, ich habe ja in der Schule viel Ärger gehabt, darum habe ich ja dann aus Leidensdruck das Thema aufgegriffen. Ich habe als erstes die Birkenmühl-Methode Fremdsprachen zu lernen entwickelt, das hat mich viele Jahre Zeit gekostet. Von den 60er Jahren bis 85 haben wir 1000 verschiedene Sachen probiert. Dann gab es in zunehmendem Maße Aufzeichnungsmöglichkeiten, die gab es am Anfang nicht. Schliemann hat sich immer einen Einheimischen geholt, der ihn stundenlang vorlesen musste, dieselbe Passage, für Geld, weil es keine Bandaufzeichnung gab. Der hat das Prinzip schon verwendet, vom passiven Hören. So.
Und seit 85 gibt es die Methode. Und wir haben immer mehr Lehrer, die anfangen, die Denktools irgendwie schon anzuwenden im Unterricht. Bloß die Sprachlehrer, die wehren sich vehement. Die sind die Schlimmsten. Ist mit Abstand. Wenn mal einer auf uns zukommt, weil er mein Buch gelesen hat, weil er theoretisch darüber gelesen hat, wie es gehen könnte, und kommt auf uns zu und sagt, können wir das mal probieren, sage ich, mit welcher Sprache haben Sie Selbsttest gemacht? Selbsttest? Ja, wo käme man denn da hin, wenn ein Sprachlehrer das lernen würde, die Methode Hand-on-Experience testen würde, handeln würde? Nein! Er hat drüber gelesen, jetzt will er drüber reden und dann will er es einsetzen. Tun Sie das. Wir können nicht in einem Europa, unabhängig davon, ob Sie in der EU sind, aber Sie sind innerhalb von Europa. Sie konnten sich... Nein, nein, Sie müssen nicht eintreten. Aber so wie Sie es der Sommerzeit nicht entziehen konnten, weil um Sie herum es alle getan haben, müssen wir uns klar sein, dass dieses europäische Kommunizieren mehr wird und nicht weniger. Und wir können unsere Kinder nicht, abgesehen davon, Wittgenstein hat gesagt, die Grenzen meiner Sprachen sind die Grenzen meiner Welt. Das heißt, mit jeder Sprache, mit der ich mich befasse, erweitere ich meinen geistigen Horizont. Deswegen lerne ich Sprachen schon fast als Hobby. Also mit Chinesisch befasse ich mich nicht, um darin zu parlieren, sondern weil die Sprache so phänomenal faszinierend ist. Jetzt kommt demnächst raus eine DVD, bei Hohensteins kriegen Sie immer alles, von null an und zu etwas Chinesisch. Da beweise ich allen Sprachlehrern, wie man 2 Stunden so spannend über Sprachlehre reden kann, dass meine Zuhörer auf der Sesselkante sitzen. Es geht. Nur in Wirklichkeit, wenn wir Sprachunterricht machen, wollen wir es dann auch tun. So, das heißt, testen Sie die Methode. Wenn Sie nicht weiterkommen, testen Sie die Methode. Es ist nicht immer der Mensch demotiviert oder detalentiert oder was immer. Das ist Perkins. Das hilft uns ganz außerordentlich. Sehen Sie, im Internet kriegen Sie dann diesen Perkins. Schön gemahlen, wie der Feuer in Österreich immer sagt. Da habe ich ein Beutel gemahlen. Sehen Sie, habe ich ein Beutel gemahlen für Sie. Und da haben wir reingehängt. Das Erbgut, Tempo ist 1, Intelligenz 1, 2, 3. 2 ist N, Wissensnetz, und 3 ist Rot. 3, Suche nach der Strategie, Methode, Technik, nennt er reflexiv. Sie sehen, man kann mit bisschen Schummeln alles unterbringen in den Wörtern. Und drum drucken Sie sich später aus und studieren Sie dem in aller Ruhe. Das macht Spaß. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommt was ganz Heißes. Jetzt bist du da gleich dran. Kann ich unbewusste, implizite Vorurteile objektiv messen? Antwort ja. Die Antwort ist der IAT, naja, von Harvard. Diese Leute, die ihn erfunden haben, beschreiben das Prinzip schön wissenschaftlich wie folgt. Zitat, existiert eine Verbindung zwischen 2 verschiedenen Vorstellungen, dann verbinden wir eine neue Situation eher mit dieser. Also wenn wir mit 2 bisher unverbundenen Vorstellungen konfrontiert werden. Im Klartext heißt es nichts anderes als AV, assoziativ. Haben wir eine starke Verbindung, dann nutzt unser Gehirn diese. Haben wir keine, dann ist er frei. Okay, das gilt für Gedanken, aber auch für Handlungen. Bei dem Wetter ist es unwahrscheinlich, haben wir Leute, die eine... Wo ist meine Weste? Hier. Die eine Weste anhaben oder eine Jacke oder ein irgendwas, was man anziehen könnte. Wie geht das jetzt? So. Also ich zeige es Ihnen jetzt. Normalerweise lasse ich Teilnehmer aufstehen, das selber machen, aber wir haben bei der Hitze nicht genug dabei. So. Heute Abend, wenn Sie heimkommen, nehmen Sie ein solches Kleidungsstück. So. Und dann beginnen Sie hineinzufahren und halten Sie inne. Jetzt wissen Sie, mit welchem Arm würden Sie eigentlich reinfahren. Dann gehen Sie wieder in die Ausgangsposition zurück. Und dann ziehen Sie es falsch herum an. Jede Sekunde auskostend. Wie fühlt sich das an? Ich sage Ihnen, es fühlt sich beschissen. Okay? Tun Sie das bitte. Testen Sie das richtig bewusst. Warum? Weil Ihr Gehirn sagt, du Depp, du Damischer, da hast du eine ausgebaute, asphaltierte Autobahn für den anderen Arm, was machst du denn Scheiß? Unser Gehirn ist sehr sparsam. Wenn es da eine Verbindung gibt, ja, wie kommen Sie als Gehirnbesitzer dazu, was anders zu probieren?
Das geht doch nicht. Das heißt, wir wehren uns vehement. Das gilt auch für Gedankenverbindungen. Und ich rate allen von Ihnen, die Lehrer sind, ob Sie Erwachsene ausbilden oder Kinder rein oder Ihren Ehepartner umfunken wollen. Wenn Sie einen Mann heiratet, eine Frau, in der Hoffnung, sie bleibt so, wie er sie heiratet. Eine Frau heiratet den Mann, den sie hofft, aus ihm zu machen. Also auch eine Frau nicht. Wer meint, will jemand umkuppeln. Lernen Sie, Ihre Jacke, Ihre Weste und so weiter andersrum anzuziehen. Schreiben Sie heute Abend auf, wie lange Sie glauben, dass Sie brauchen werden. Sie werden den Zeitraum um mindestens 10 bis 20, 30, 40 Mal, nicht Prozent, unterschätzen. Viele Leute schreiben auf, nehmen an, Sie üben 10 Mal am Tag kurz. Schreiben viele Leute auf 2, 3 Wochen. Ja, im Übungsfeld schon. Und dann kommt jemand und sagt, Michael, zack, haben Sie falsch angezogen, das heißt so wie immer, und raus sind Sie gelaufen. Wie lange brauchen Sie, bis Sie wirklich, wenn es darauf ankommt, die Jacke, den neuen Weg, bis Sie eine neue Nervenbahn gebaut haben? Das dauert. Schauen Sie, die Lernkurven für Wissen und Verhalten sind völlig anders. So, wenn Sie Wissen lernen über Worte, und wenn Sie Handlungen lernen, bei Wissen ist pro Thema, wir müssen immer jedes Thema einzeln sehen und wir müssen jede Handlung einzeln sehen. Zum Beispiel jonglieren wäre eine Handlung. So, bei Wissen ist jedes Thema exponentiell. Also erstmal so lange nix. Und dann geht's so. Hier verlassen wir die Schule. Also die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie spannend es geworden wäre, wenn sie weitergemacht hätten. Bei ihrem Hobby wissen sie es, bei ihrem Kernthema wissen sie es. Weil sie heute da oben in 2 Tagen so viel lernen wie früher in Monaten. Weil sie mehr Wissensfäden haben. Kleingehäkelte Details machen Spaß und sind leicht. Ein neuer Fakt, zack, rein damit. Ui, interessant. Schon ist er gespeichert. Nichts lernen. Leuchtet das ein? Diese Kurve ist völlig anders. Ich zitiere jetzt die Kurve nach George Leonard, ein amerikanischer Autor, dessen Buch Der längere Atem vergriffen ist. Vielleicht können Sie es antiquarisch kriegen. Sie wissen ja, vergriffene Bücher darf man fotokopieren. Also wenn Sie jemand findet und sagt Hohensteins Bescheid, könnten Sie es fotokopieren in gewissen Mengen und dann könnten wir es zu Selbstkostenpreis zum Beispiel organisieren. Sie dürfen vergriffene Bücher, die nicht wieder aufgelegt werden, Sie verletzen kein Copyright. Der Mann heißt George Leonard. Leonard schreiben, Leonard sagen. Ganz normal amerikanisch. Der hat im Zweiten Weltkrieg Piloten ausgebildet und später ist er Aikido-Master geworden. Also er hat 2 völlig verschiedene Gebiete. Leute trainiert ihn Verhalten. Und er sagt, erstmal eine Weile passiert nichts, das haben wir hier auch, das ist identisch. Und dann kommt so eine Art Huckel und dann kommt ein Plateau. Und dann kommt wieder so ein Huckel und Plateau. Und er sagt, wir müssen lernen, das Plateau zu lieben. Und von dem Plateau erfahren wir in der Schule nichts. Wer aus einem bildungsfernen Elternhaus kommt und nicht ein Musikinstrument über eine längere Zeit lernt oder eine Sportart oder irgendwas längere Zeit, hat keine Ahnung davon. Weil in der Schule wird ja alles relativ kurz abgehandelt. Wurzel ziehen, 3 Wochen, zack, aus, vorbei. Man braucht es zwar nicht mehr, bis man in die Grube fährt in den meisten Fällen, aber man hat es gelernt. Das heißt, man ist gerade mal bis hier gekommen und dann steigt man wieder aus. Also hat man das Gefühl, es wird zum Beispiel behauptet, das behaupten sehr viele Statistiken in Europa, auch in Amerika, dass man, das heißt allgemein die Leute, ca. 90% dessen, was sie in der Schule gelernt hätten, vergessen haben. Das ist vollkommener Unsinn. Sie haben diese 90% nie kapiert. Sie haben sie nicht vergessen. Was ich nicht konstruiert habe, kann ich später nicht rekonstruieren. Siehe Mendeley. Mendeley hat herausgefunden, dass Menschen sich Dinge besser merken, wenn sie eigene Assoziationen dazu schreiben. Deswegen nennen wir es die Mendeley, die Mendeley-Übung. Ich habe dann damit sehr viel weiterentwickelt im Sinne von das Wesentliche finden und so weiter. Das ist immer so kritisch mit diesen Hosen. Vielen Dank, Jesus. Dankeschön. Diese Hose hat übrigens die Frau Hohenstein genäht, gell? Wow. Ja.
Also, wir gehen hier nicht weit genug und dann meinen wir, wir sind so unfähig. Bei zig Themen machen wir das, bei zig Handlungen. Nicht weitergehen, nicht weitergehen, nicht weitergehen, ja. Der Bildungsnahe lernt daheim mehr. Da geht's weiter damit. Der andere nicht. So, jetzt erklärt Lennart zum Beispiel den Dilettanten. Also der Dilettant, der fängt jetzt hier an. Der will jetzt Squash spielen, mein Lieblingswort. Squash und dann spielen hinterher. Tolle Kombination. Das will er jedenfalls. Dass es nicht gleich geht, versteht er ja. Aber hier in diesem Bereich, da kauft er sich tolle Squash-Klamotten, da kauft er sich ein tolles Squash-Racket, da tritt er dem teuren Squash-Club für die nächsten 3 Jahre bei und hier erzählt er allen, warum er mit seinem Rücken leider nicht länger Squash spielen darf. Sehen Sie, der ist ein bisschen bildungsferner gewesen, der ist vom Schulsystem nicht darauf vorbereitet worden, dass es zu diesen Plateaus kommt. Diese Plateaus bedeuten Folgendes, wenn diese Mitarbeiter in Ihnen, wenn die merken, dass Sie in diesem Dschungel der Neuronen einen Pfad das erste Mal durchbrechen, mit Machete und so, wo es noch schwer ist, sich durchkämpfen, dann sind da ein paar, die sagen, Achtung, die Hirnbesitzer macht da einen neuen Pfad. Dann gucken die anderen, macht er das wieder. Wenn sie es öfter machen, dann fangen die an, so wie beim Marathon, ihnen was zu trinken zu reichen und Steifen aus dem Weg zu räumen und so weiter. Dann wird langsam ein Pfad draus, ein Weg. Wenn sie aber immer weitermachen, wie beim Jonglieren, immer weiter üben, dann kommt diese Phase. Dann werden sie einigermaßen glatt alles und dann sagen die, okay, der meint es ernst, jetzt tun wir asphaltieren. Und asphaltieren ist eine Baustelle, die Sie durch weiteres Üben aufrechterhalten. Hören Sie auf zu üben, wird die Baustelle abgeräumt. Sie üben, aber es passiert nichts, denken Sie. Es passiert sehr wohl was. Diese Bahn wird asphaltiert, die Sie hier so brillant aufgebaut haben. Jetzt kann Ihr Gehirn nicht gleichzeitig asphaltieren und weiteres hinzufügen. Beides gleichzeitig schließt sich aus. Darum haben wir dieses Plateau. Asphaltieren heißt myelisieren für die Fachleute unter Ihnen. Da wird dann eine Myelinschicht gemacht. Das ist wie ein Kupferkabel mit Außenplastik, damit es nicht friert im Winter, ne? So in ETA. Und wenn Sie einen Nervenbahn myelisiert haben, dann kriegen Sie, wenn Sie noch weitermachen, so rhabdische Schnürringe rein. Das ist dann wie wenn Sie lauter Pfennige in Stapel aufbauen und springen von Stapel zu Stapel, statt von einem Pfennig zum anderen zu springen, wenn Sie zählen wollen. Das ist so die Biologie dahinter. Aber als Denkmodell, dann wird asphaltiert. Und erst wenn das okay ist, können Sie den nächsten Sprung wieder angehen. Und so ist das. Und das wird uns in der Schule nicht erzählt und wir erleben es eigentlich so gut wie nicht. Gut, an manchen Schulen schon. Wenn immer irgendwas bei Ihnen, was ich jetzt sage, an Ihrer Schule anders ist, gratulieren Sie sich. Denken Sie aber nicht, was an Ihrer Schule passiert sei normal. Sie sind die Ausnahme. Ich rede von der Norm. Haben Sie gehört von dem Lehrerhasserbuch in Deutschland? Ja. Ist ein Buch rausgekommen, das Lehrerhasserbuch. Ja, das Lehrerhasserbuch. Von einer Frau, die angeblich eigentlich anonym bleiben wollte, aber leider ist das nicht geglückt. Ja. Bei diesem Buch hören Sie im Fernsehen von allen Lehrern und Schulräten und Betroffenen, die sich dazu eingeladen wurden, sich dazu zu äußern, hören Sie erst, das Buch ist nur polemisch. Nein, ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß, es ist polemisch. Ich habe noch keinen gehört, der das Buch kritisiert ist, gelesen hätte. Das geben die auch noch zu. Also ich würde das ja nicht zugeben im Fernsehen. Wenn ich beim Jauchen die Sternendingstar-Magazinshow eingeladen werde, also nicht bei Millionenraten, und der mich befragt, man sieht mich zuerst in meinem Büro am Nachmittag in der Schule, wie ich also volltönig sage, das ist polemisch, und ein paar Einzelbeispiele wurden da hochstilisiert, und am Abend sitze ich in der Sendung und gebe zu, ich habe das Buch nicht gelesen, also, ne, was sagt das? Was für eine implizite Botschaft sendet der Mann? Aber diese Frau hat natürlich eine Menge polemisches Zeug drin. Und natürlich, wenn sie von einer Lehrerin sagt, die wartet da rum, wahrscheinlich beschreibt sie eine so ähnlich wie ich, das ist eine boshafte Formulierung, okay, einverstanden. Aber die hat auch ein paar verdammt gute Sachen in dem Buch, wenn man durch die Polemik hindurchliest. Also die Eltern sollen doch ab und zu mal Plätzchen backen und so einen Scheiß, ne? Wenn sie natürlich eine alleinerziehende Mutter von 4 Kindern sind, die nebenbei noch einen Job schmeißt, dann finden sie das weniger lustig. Und einerseits heißt es in Deutschland, ah, wir haben keine Kinder, wir müssen was tun, dass die Leute Kinder kriegen.
Und die dann welche haben, die werden dann ständig ausgegrenzt. Weil wir so eine alte Verbindung haben, nicht? Viele Kinder ist nicht gut zur Zeit. Heute ist Einzelkind angesagt, nicht? Wegen Kinder. Ja, dann backt sie also diese blöden Plätzchen da, nicht? Die 12-Jährige hätte lieber mit ihr Eiskating gehen wollen, wozu sie selten genug die Chance hat. Die musste das auch opfern. Das ist die Klasse, für die die Plätzchen gebacken werden musste, die 12-Jährige. Und dann hat am nächsten Elternabend diese Lehrerin dann verkündet, als sie alle auf dem zu kleinen Stühlchen da sind. Was das für ein Erfolg sei, das Plätzchenbacken. Die hat man also verkauft und jetzt kann die nächste Reise, zu der diese Klasse gehen wird, also pro Kind 20 Euro weniger kosten das und das sei doch quasi ein marktwirtschaftlicher Erfolg, so was wollen sie mehr. Tja, diese Autorin hat dann mit ihrer Tochter darüber geredet und hat ihr ein bisschen erzählt, wie Marktwirtschaft funktioniert. Nämlich so nicht. Da ist alles nicht reingerechnet worden, was an Kosten hinzukommt. Von dem Stress des Plätzchenbackens, wenn ich 4 Kinder habe und einen Job, ist auch keine Rede. Von dem Ofen, den man hinterher reinigen muss, auch nicht. Von all diesen Nebensächlichkeiten. Und dann hat die Tochter am nächsten Tag der Lehrerin gegenüber gemeint, ja, meine Mutter meinte. Worauf die Lehrerin meinte, soll sie wegen des bisschen Backpulvers nicht so haben. Sind das die Realität, die vermittelt wird? Weil wir nicht wirklich am Ball bleiben, weil wir die Dinge nicht tun, weil wir nur darüber reden, was im Textbuch steht. Textbücher, wer ist die Zielgruppe für Textbuchautoren? Das sind doch keine Kinder. Das sind die Leute, die entscheiden, ob man das Textbuch kauft. Für die werden Textbücher geschrieben. Können Sie sich das mal ausmalen? Welche Entscheidungsträger entscheiden? Die wollen saubere Tabellen haben, die wollen gescheite Aufgaben drin haben, die wollen da Auflösungen haben. Natürlich muss es ein Lehrerheft geben, separat, für die Schüler unerreichbar. Dann wird das Buch gekauft. Ob der Inhalt gut ist, das zählt doch gar nicht. In vielen Schulen. Analysieren Sie mal Textbuchtexte. Analysieren Sie die mal. Sie fallen hinten runter. Es ist ganz schlimm. Da wird über die Dinge geredet. Da wird über die Dinge werden Worte gemacht. Oft ohne jede Sachkenntnis. Sehen Sie, darum gibt es so viele Lehrer, die ihr Fachbuch beherrschen, aber nicht ihr Fach. Die haben es nie gelernt, im Studium nicht, da hat man drüber geredet. Und nachher beim Unterrichten auch nicht, da haben wir auch nur drüber geredet. Ein deutscher Kabarettist namens Pispas hat vor circa 4 Wochen, hat er gesagt, schauen Sie, Lehrer, die werden akademisch ausgebildet, das Studium, das Sie da interessiert, machen Sie. Und dann sind sie fertig und dann kommen sie in die Klasse und auf einmal sind sie, huch, das sind ja Kinder. Sagt er, wir würden keinen Bäcker ausbilden, jahrelang. Und dann schickt man das erste Mal in die Backstube und dann stellen wir fest, der ist allergisch zum Mehl. Aber sagt er, dem Mehl wäre es ja wurscht. Etwas überspitzt, Kabarett, aber in der Überspitzung liegt halt auch ein Kernchen drin. Also was immer Sie unterrichten, fragen Sie sich, ob Sie andauernd darüber reden oder ob Sie es auch tun. Ich habe 15 Stunden Interviews geführt und habe 15 Stunden lang Leute befragt, ob es irgendwann mal irgendwas gab an ihrer Schule, das ihnen Spaß gemacht hat. Es war sehr schwer, was zu kriegen. Aber dann kommt so ein Beispiel wie, ja, in Physik wurden wir mal eingeladen, unsere Lieblingsspielzeuge mitzubringen. Und dann haben wir damit die Beschleunigung gelernt. Autos und Züge wurden angeschubst, wie schnell fahren die mit Stoppuhr? Teddybären wurden 2 nebeneinander fallen gelassen, fallen die gleich schnell und so weiter. Und so haben die Beschleunigung mit, sie haben gehandelt. Sie haben die Stoppuhr gedrückt, sie haben aufgeschrieben, wie viel das ist, sie haben verglichen, sie haben gerechnet, sie haben gar nicht gemerkt, dass sie was rechnen müssen. Sie haben sich als kleine Forscher betätigt. Da denkt ja man heute 30 Jahre später noch dran. Das war ein Highlight, in 10 Schuljahren war das Highlight. Ein Highlight in 10 Schuljahren. Verstehen Sie? Und wenn Sie zurückdenken, wie viele solche Highlights hatten Sie selber in Ihrer Schule? Jetzt kommen die Spiegelneuronen. Es gibt eine Harvard-Studie, da fallen Sie vom Stuhl, bitte schnallen Sie sich an. Wieder Harvard, ich kann nichts dafür, diese Leute sind einfach großartig. Da hat man Leute 28 Jahre lang verfolgt, nachdem sie Harvard verlassen hatten. Und zwar die einen wollten Manager werden, nicht Harvard Business School, und die anderen wollten lehren, ausbilden, trainieren, Dozenten sein und so weiter. Und dann hat man sie 28 Jahre verfolgt, bis jeder wirklich eine gewisse Position im Leben erreicht hatte. Und dann hat man festgestellt,
Egal, was sie geredet haben, egal, was sie für Ziele hatten, sie haben so gemanagt und so gelehrt, wie sie damals gemanagt und gelehrt worden waren. Heute wissen wir warum. Weil diese Spiegelneuronen funktionieren auf zwei Wege. Das eine ist sofort, bis bald. Zum Beispiel jonglieren, das geht relativ schnell, sie gucken zu, sie fangen an und so weiter. Oder zum Beispiel auch unbewusste Prozesse. Vor 20 Jahren habe ich ein Beispiel mir ausgedacht, das heute ganz läppisch klingt. Vor 20 Jahren war das dramatisch, da ist den Leuten der Atem gestockt. Habe ich gesagt, sie haben einen neuen Mitarbeiter, einen neuen Kollegen. Und der sagt ständig, super Affen geil. Das war damals ein richtig ordinäres Wort, super Affen geil. Und dann sitzen die Pinguine so in den Management-Seminaren, nicht? Und dann stockt ihnen der Atem. Und dann sage ich, wenn sie sich höllisch aufpassen, in 5 Wochen hören sie sich zum ersten Mal super Affen geil sagen und erschrecken zu Tode. Das ist das Unbewusste. Das ist sofort bis bald. Aber ein Teil dieser Programme kommt in uns hinein per Zeitbombe. Und darüber reden wir gerade. So. Stellen Sie sich vor, ein 13-jähriger Junge sollte öfter Geschirr waschen, würde seine Mutter gut finden, wenn er lernt, bis im Haushalt zu helfen. Und dann sagt sie, ja, Imitationslernen, ganz klar, Spiegelneuronen, ganz klar. Jetzt stachel ich meinen Alten an, der soll öfter mal und dann wird der Junge auch. Hat sie recht? Nein. Doch. Jein. Also unmittelbar hat sie nichts davon. Weil den interessiert nur, was seine Freunde machen. Solange seine Freunde nicht abwaschen, wird er einen Teufel tun. Aber wenn er das Alter hat, von dem Alten, der das heute macht, dann ist es wichtig, ob er ihn abwaschen gesehen hat. Spiegelneuronen, Zeitbombe. Das heißt, wir lernen viele Dinge nach dem Motto, wenn ich so alt bin wie, wenn ich in einer Position bin wie. Und deswegen haben wir den Rebellen, 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 der die ganze Zeit nur meckert über Chefs, die keine demokratischen Strukturen aufbauen, da, das Textbuch vorne und rückwärts kann, über moderne Führungsmethoden. Und wenn er in dem Ledersessel sitzt, dann klickt ihm die Spiegelneuronen an, die er aufgesammelt hat in seinem ersten Job, und dann benimmt er sich genauso ordinär wie der erste Chef, den er gehasst hat. Oder Sie kennen das in amerikanischen Spielfilmen, wenn sie sagt, wenn ich je werde mit meiner Mutter, erschieße mich. Und man weiß nicht, wann man zur Waffe greifen soll. Warum werden wir unseren Eltern im Alter immer ähnlicher? Sagen wir mal, Sie haben 10 Spiegelneuronensituationen, die der Reihe nach aufblühen. Also wenn ich 30 bin, dann kommt das. Wenn ich in der Position bin, dann kommt das. Wenn ich geschieden werde, dann kommt das. Und so haben wir bestimmte Punkte im Leben, wo wir gewisse Dinge damals als Spiegelneuronenpaket mit auf den Weg bekommen haben. Und unbewusst. Und wenn das passiert, dann gehen die Pakete auf. Und darum werden wir im Alter unseren Eltern immer ähnlicher, so unsere Eltern ein gewisses Alter erreicht haben. Sonst ist das ja nicht möglich, dann sind es andere Leute, die uns prägen. Leuchtet das ein? Jetzt verstehen Sie, warum Lehrer mit dem besten Wissen und Gewissen zum Teil so einen miesen Unterricht geben. Sie haben spiegelneuronenmäßig ja nichts anderes mitbekommen. Sie sind wie der Chef nach 28 Jahren großen Ledersessel, und dann benimmt er sich genauso wie sein erster Chef. Weil das haben sie zunächst mal mitgekriegt, wenn sie nicht auf einer tollen Privatschule waren und so weiter und so weiter. Das ist dann Glückssache. Jetzt schauen wir mal, ob es unbewusste Vorurteile gibt, die wir bewusst und objektiv messen können. Okay? Denn das hat mit diesen Dingen viel zu tun. Wie verhalte ich mich? Zum Beispiel, nehmen wir an, wir hätten Schwarze im Klassenzimmer, dann wäre wichtig, ob wir unbewusste Vorurteile hätten gegen Farbige. Aber nehmen wir an, wir haben unbewusste Vorurteile gegen schlechte Schüler und wissen nichts davon. Wäre denkbar. Vielleicht, weil damals gewisse Leute mit schlechten Schülern nicht sehr lieb umgegangen waren. Vielleicht haben sie da so ein paar Spiegelneuronenpakete mitgekriegt, von denen sie nichts wissen. Mal sehen. Jetzt kommt der IAT. Die haben also gezeigt, wie man das messen kann. Jetzt wird's heiß. Das Prinzip ist, haben wir einen Bogen, ja oder nein? Es ist ein Assoziationstest, aber Sie werden keine Assoziationen bilden, Sie werden nur reagieren. Sie brauchen 2 Zeigefinger. Und Sie brauchen vor sich am Tisch etwas Platz zum Klopfen. Also, Beispiel Nummer 1. Schreiben Sie sich links hin Tier und rechts hin Pflanze. C
sage ich mal erst das Prinzip. Und jetzt kommen einige Wörter der Reihe nach und Sie müssen entscheiden, ist das die Kategorie Tier oder die Kategorie Pflanze. Und wenn Sie sagen, ein Tier, dann klicken Sie da drauf und wenn Sie denken, es ist eine Pflanze, klicken Sie da drauf. So dass Sie jetzt da sitzen werden und nach allem, was ich sage, gehen Sie so oder so oder so oder wie auch immer. Das Prinzip. Alles klar? Also Rose, Hund, Tulpe, Gladiole, Katze, Maus, Picasso. Sehen Sie, bei den anderen hatten Sie eine starke Nervenbahn, Picasso haben wir Fragezeichen. Ja, ja, ein Hund war dafür der Picasso, sollen wir ihn bei Tier einordnen? Okay, jetzt wissen Sie, wie das Prinzip geht. Jetzt schauen wir mal, wie gut Ihr Englisch ist. Nehmen wir den Englischen zuerst. Schreiben Sie sich Deutsch, muss ich ausmachen. Schreiben Sie Deutsch haben wir links, gell? Deutsch haben wir rechts? Ah, okay. Deutsch ist rechts, Englisch ist links. Wenn ich dann aufschreibe auf Ihr Papier, Deutsch, Englisch. Ah ja, da steht es ja, Englisch, Deutsch. So, sind Sie bereit? Zeigefinger griffbereit? Okay. Also, Sie sehen, wie das geht. Wenn Sie eine starke Verbindung haben, geht es schnell. Das heißt, dieser Reaktionstest misst Reaktionszeit. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist, wenn einer neuronal langsam ist? Macht gar nichts, weil relativ, relativ sind Sie auch schneller oder langsamer. Auch wenn Sie insgesamt absolut langsamer sind als jemand anders. Die Relation zeigt sich trotzdem. Leuchtet ein? Jetzt kommt ein etwas schwierigerer. Jetzt kommt der sogenannte Strobe-Test. Den gibt es schon lange, der hat damit nichts zu tun, wir haben das nur umfunktioniert. Der Strobe-Test sagt, Sie müssen die Farbe vorlesen. Ich schreibe jetzt mit schwarzer Schrift zum Beispiel rot. Ich schreibe mit grüner Schrift zum Beispiel schwarz. Dann schreibe ich mit roter Schrift zum Beispiel gelb. Und vorlesen müssten Sie beim echten Strobe-Test rot, rot, schwarz, grün. Das ist sehr schwer, weil wir vom Wort natürlich abgelenkt werden. Wenn ich Ihnen die Wörter in Hindi hinschreiben würde, hätten Sie null Probleme, nur die Farbe vorzulesen. Hier haben wir also einen Konflikt zwischen Inhalt und Form. Okay? Das sehen Sie jetzt, damit Sie sehen, was passiert, wenn Interferenz auftritt. Beobachten Sie sich selber bei der nächsten Runde. Ja, ja, er ist schwach und es sollte auch nicht stimmt, stimmt nicht stehen. Macht nichts. Ja, ja, kann man eigentlich nur so machen, hast recht. Also hätte ich es anders beschreiben müssen. Wir haben das telefonisch konferiert und dann eingebaut. Das haben wir noch nicht durchgetestet, sorry. Sie waren jetzt Versuchskaninchen. Normal testen wir sowas zuerst live. Aber ist okay. Sie sehen, worum es geht. Wenn Sie sich so ein Plakat daheim malen, dann können Sie das in Ruhe durchspielen. Vor allem, wenn es mehrere machen, dann sehen Sie eben, wie durcheinander das Geklopfe wird, wenn die Interferenz groß ist und wie gleichmäßig es ist, wenn wir alle ähnliche Verbindungen haben im Kopf. Das ist sehr spannend. Okay? Aber jetzt zeige ich Ihnen, wie der IAT wirklich geht. Das war nur zum Einüben, damit Sie wissen, wie das Prinzip ist. Jetzt kommt Nummer 1. Links haben wir jetzt männlich und rechts haben wir weiblich. Sie bekommen jetzt Vornamen, aber nicht wieder so da, so arg schnell, ne? Ja? Der ist so schnell. Du hast das Tempo von Harvard genommen. Einverstanden. Also Sie ordnen die Vornamen ein in männlich oder weiblich. Okay? Dürfte relativ leicht sein. Also. Dankeschön. So.
So, bei Tünde, das ist ein ungarischer weiblicher Vorname, da haben wir gesehen, gar kein Bogen, ne? Und Minoru ist ein japanischer männlicher Vorname. Da haben wir auch gesehen, wenige Bogen. Zwei, drei haben es gewusst, weil sie Minoru Tominaga wahrscheinlich schon mal gelesen haben oder gesehen haben. So, das war jetzt noch relativ leicht. Jetzt wird's ernst. Jetzt verbinden wir links männlich und Job, männlich und Arbeit, männlich und Beruf. Das klassische Bild. Und rechts verbinden wir weiblich und Beruf. Ich darf alle weibliche Familie aus. Natürlich. Dankeschön, wollten Sie doch ja auch passen. So, das ist ja ganz neu. Wir machen das jetzt erst das zweite Mal. Das ist jetzt ganz neu. Ich wollte Ihnen nicht vorenthalten, nur weil es noch ganz neu ist. Also haben wir es reingegeben. So. Bitte berücksichtigen Sie, wir reden jetzt von unbewussten Vorurteilen. Also alle Feministinnen und alle Frauenkämpfer. Der Celebi Dacida, Dakida, der Dirigent, hat auch gesagt, ja, ich habe ja Viola und Oboe mit Frauen besetzt, ich habe nichts gegen Frauen, nur andere Personen nicht. Also, beobachten Sie sich ruhig selber und seien Sie ruhig erstaunt, was in den nächsten zwei Spielchen passieren wird. Okay, beobachten Sie sich selber. Runde 1, männlich Beruf, weiblich Familie. Wird schon schwerer, gell? Gleich die nächste Runde, wir drehen sie jetzt um. Männer und Haushalt, Frauen und Job. Ja, ganz emanzipiert geht's jetzt weiter. Ist das spannend? Also, wer will, gehe nach Harvard, www.implicit.harvard.com. Dort gibt es mehrere solche IATs, können Sie selber machen, auch auf Deutsch inzwischen. Also es gibt ein Alters-IAT, das Alter Jung-Alt, erfordert die Fähigkeit, zwischen alten und jungen Gesichtern zu unterscheiden. Der Test zeigt häufig, dass Amerikaner eine automatische Bevorzugung von jungen gegenüber alten Menschen aufweisen. Dann können Sie ein Sexualität, da geht es um Homo- oder Heterosexualität. Länder-IAT, da haben Sie Deutschland und Amerika eine Verbindung geschaffen. Gewichts-IAT, also Dünne werden bevorzugt, auch von Dicken. Geschlechts-IAT. Das haben wir gerade angespielt. Rassen-IAT. Passen Sie auf, wenn Sie eine Emanze wären, dann würden Sie sich annehmen, dass Sie bei dem Test ganz klar rauskommen als Frauenberuf und muss. So, ja, davon reden Sie. Natürlich. Davon reden Sie. Seit Jahrzehnten. Aber das Verhalten ist nicht so. Das dauert Generationen. Warum? Weil wir ja Spiegelneuronen haben aus unserer Kindheit. Da können Sie noch so laut das auf Ihre Farbe schreiben. Da können Sie noch so laut das wollen. Solange Sie nicht kapieren, dass Sie Spiegelneuronengruppen haben, die Sie knacken müssen. Sie können sie knacken, sonst würden wir nicht drüber reden. Aber ich muss das erst kapieren. Dieser Autor, Malcolm Gladwell, bei dem Sie diese Sachen auch beschrieben finden, der hat den Rassen-IAT gemacht. Ein Kämpfer für Gleichberechtigung. Kommt raus als einigermaßen rassistisch. Ist ziemlich entsetzt, er ist nämlich selber farbig. Sehen Sie? Es nützt nichts, was Sie vorhaben. Wenn ich Service-Seminare mache, dann erkläre ich den Firmen, wir haben das Firmen soll und wir haben das, was der Kunde erlebt. Das ist nicht das, was Kunden sollen.
Hier reden wir über Service, hier reden wir über Kundenfreundlichkeit, hier drüben passiert das Kundenmobbing. Tagtäglich. Auch bei Ihnen in Schweiz sicherlich niemals, aber in Deutschland. Service ist in Deutschland, wissen Sie ja. So. Das heißt, die Leute haben das vor, so sehen sie sich, so wollen sie sein. Ich kam aus Amerika zurück und ich habe drüben 7 Jahre gelebt und drüben Autofahren gelernt. Und die Amerikaner sind damals sehr partnerschaftlich gefahren. Und ich hatte keine Ahnung, dass ich aus meiner Kindheit eine Zeitbombe hatte. Da habe ich nämlich als Kind auf dem Rücksitz sitzen gelernt, wenn einer reinschneidet, musst du dich aufregen. Und ich habe gelernt, wie man sich aufregen muss. Man fährt den Übeltäter so lange auf der Stoßstange herum, bis man ihn überholen kann. Dann überholt man relativ knapp. Dann lassen wir mal kurz auf die Bremse, um ihm zu zeigen, was er angetan hatte, um dann so damit zu stieben. Das hatte ich gelernt als Kind, wie die mexikanischen Teppichknüpfer. Ich hatte keine Worte dafür, verstehen Sie mich? Ich hatte keine Ahnung davon. Dann war ich 7 Jahre in Amerika, sehr partnerschaftliches Fahren gewohnt. Das heißt, mein an die Reinschneidungsprogramm wurde anscheinend sehr selten angerissen. Ich hatte immer noch keine Ahnung, nach 7 Jahren Autofahren, noch keine Ahnung davon. Ich nehme an, im Einzelfall, wenn es mal angerissen wurde, habe ich mich also vielleicht aufgeregt mit den Menschen. Im Sinne von, das ist jetzt so eine Ausnahme, weil ich war jetzt müde oder so ähnlich, weil eigentlich bin ich ein partnerschaftlicher Fahrer. Ich hatte noch keine Ahnung, dass da so ein richtiger Widerspruch war. Zwischen der Lippe und der Schere, so richtig. Dann kam ich nach Deutschland zurück. Dann fahren wir in meinem Auto mit einem Bekannten. Und wir unterhalten uns so richtig über Gott und die Welt. Also ganz hehre, hohe Dinge sind da zugange gewesen. Die mögliche Aufgabe des Menschen in dieser Welt, weiß ich was. Also Gottesdienst ist nichts dagegen. Dann schneidet einer rein. Jetzt läuft mein Reinschneiderfilm ab. Von dem ich keine Ahnung habe, ich nehme das auch gar nicht wahr. Nachdem das vorbei ist, möchte ich mit einem Satz über diese hehren Dinge weiterleben. Schere. Er sitzt fassungslos daneben, weil er die Schere natürlich wahrgenommen hat. Und dann sagt er, sag mal, schaust du dir beim Fahren auch mal selber zu. Wow. Ich, wieso? Ja, na ja, was da gerade abgelaufen ist. Was ist denn abgelaufen? Dann erzählt er mir, was ich da gerade angestellt habe. Dann war ich geschockt. Das heißt, wir wissen nichts von diesen Dingen. Wir haben keine Ahnung. Und wenn uns jemand bezichtigt, gewisser Dinge, die wir total abstreiten, könnte es sein, dass jemand ein Nervenbündel gefunden hat bei uns. Ein Spiegelneuronen-Nervenbündel, das da aktiviert wird. Und je lauter wir schreien, so wahrscheinlicher ist es, dass wir nichts davon wissen. Schauen Sie, warum hat Jesus gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Spiegelneuronen. Der hat das vorweggenommen. Dem war völlig klar, dass die, die ihn da getötet haben, dass das mit ihren eigentlichen hehren Zielen gar nicht zusammengepasst hat und dass sie nicht begriffen haben, dass da eine Schere ist. Drücke ich mich klar aus? Deswegen können wir sehr wohl Programme haben gegen Schüler, die uns nicht in den Kram passen und es nicht wissen. Wer von Ihnen hat vom Pygmalion-Effekt noch nie was gehört? Noch nie, die meisten. Rosenthal. Ein späterer Harvard-Mann, da war er aber noch nicht in Harvard. Zuerst mal hat ein Harvard-Mann namens Merton in den 50er Jahren nachgewiesen, dass die selbsterfüllende Prophezeiung, das ist der Set mit einem W, selbsterfüllende Prophezeiung, dass es die gibt, wissenschaftlich nachgewiesen, dass es kein Gerücht ist. Dann hat Rosenthal in Kalifornien Doktorarbeiten studiert. Und dann hat er festgestellt, dass sehr viele Doktorarbeiten, oder relativ viele, mehr als man erwarten sollte, mit dem Mann abgebrochen worden waren. Mit der Begründung contaminated, das heißt also verseucht. Dann hat er gesagt, was heißt denn contaminated, was heißt denn verseucht? Ja, man muss annehmen, dass der Experimentator mit seiner Einstellung oder wie auch immer das Experimentsergebnis verseucht hat. Also kann man die Studie nicht weiterführen. Verstehen Sie das? Das ist genauso wie in der Medizin, wenn es heißt, ja, das war der Placebo-Effekt. Statt dass man den untersucht, redet man sich heraus mit, das war der Placebo-Effekt. Und so sagt man dann, gewisse Studien sind verseucht, ohne das zu studieren.
Dann sagt Rosenthal, ja, wieso studiert denn das keiner? Was heißt denn verseucht? Dann hat er das studiert. Dann hat er eine Studie gemacht, die einen riesen Aufruf nach sich gezogen hat. Ein Riesenärger. Er hat also Folgendes getan. Die Amerikaner testen ja die armen Kinder noch viel mehr als bei uns. Regelmäßig werden sie durch Testbatterien gejagt. Und dann hat er so Testergebnisse genommen und hat die verfälscht. Er hat also gesagt, jedes Kind, das heute eine rote Bluse anhat, ist gut in Mathe. Und jedes Kind, das heute weiß trägt, ist gut in Englisch. Englisch nennen die Amerikaner ihre Muttersprache auch. Was in Kalifornien manchmal sehr anstrengend sein kann, aber noch schlimmer ist Texas. Und dann hat er die Lehrer belohnt. Dann hat er den Lehrern die Ergebnisse gegeben, die gefälscht wurden. Und dann hat er gemeint, naja, das wird so 0, etwas nicht Unterschied ausmachen, der dann gerade messbar ist, um zu zeigen, dass es unbewusste Vorurteile gibt. Von Spiegelneuronen wusste er noch nichts, aber heute wissen wir, das ist ein weiterer Beleg dafür. Ja, die Noten waren nach einem Semester, was bei uns also 1 bis 2 Noten besser wäre, also richtig dramatisch. Daraufhin hat man den Rosenthal in der Luft zerrissen. Nach dem Motto, man macht mit Kindern keine solche Versuche, Kinder sind keine Versuchskaninchen, das heißt, man hat den Überbringer der schlechten Botschaft geköpft. Dadurch musste man sich ja mit dem Inhalt der Studie nicht mehr auseinandersetzen. Musste man sich ja nicht fragen, wie es dazu gekommen war. Später haben er und andere Leute das weiter geforscht und haben festgestellt, Rosenthal hat im nächsten Experiment Studenten Ratten gegeben für Lernexperimente, wobei die Ratte lernen sollte, nicht der Student. Der Student war der Experimentsleiter. Und hat der einen Hälfte der Studenten gesagt, sie hätten besonders intelligente Ratten aus einem besonders raffinierten Stamm gezüchtet. Und den anderen hat er gesagt, sie hätten dümmere Ratten, im Pech gehabt, das ist so ausgelost worden. Und dann waren diese Ratten auch wesentlich intelligenter oder dümmer bei den Lernversuchen, aber sie waren genetisch aus demselben Pol, wie Sie sich denken können. Also es funktioniert auch da. Der Student hat von der ersten Sekunde an eine intelligente Ratte ganz anders behandelt. Und darum habe ich Ihnen gesagt, für den japanischen Meisterkoch ist der Schüler, den er annimmt, der spätere Meisterkoch. Er sieht in ihm vom ersten Tag an den zukünftigen Meisterkoch. Welcher Lehrer sieht in seinem Schüler die zukünftigen Meister? Haben wir nie erlebt. Man hat uns ja auch mit Netten behandelt als Kinder. Woher kommt denn das Wort infantilisieren? Das heißt, jemanden wie einen Infant, wie ein Kind behandeln, sprich, runterreden auf ihn, herabwürdigend, ohne Respekt. Das haben wir erlebt, das haben die Missionare gemacht, das haben die Pfarrer gemacht und das haben die Lehrer gemacht. Das ist unsere Historie, aus der wir langsam aber sicher ausbrechen sollten. Dass es historisch so gewachsen ist, können wir alle verstehen. Niemand hat Schuld daran. Aber wir können möglicherweise was ändern. So, das war der Pygmalion-Effekt. Dann hat man später getestet mit Videoaufzeichnungen, hat festgestellt, bitte erschrecken Sie nicht, wenn ein Lehrer annimmt, dass der Schüler, der jetzt aufsteht, der zum Beispiel was vorlesen soll, aus dem Schulbuch, ein guter Schüler ist, gibt er ihm 16 bis 17 Mal mehr Zeit zum Nachdenken. 16 bis 17 Mal. Warum? Er hat eine automatische Verbindung assoziativ. Der gute Schüler wird es packen, der wird das Problem lösen. Wenn ein schlechter Schüler aufsteht, dann wird sofort geholfen. Man meint ja gut. Man will ja die schwachen Schüler fördern. Man meint es ja gut und man versaut sie. Schauen Sie, wenn Sie einem Stotterer jedes Mal, wenn er stottert, helfen. Ob Sie ihn in die Pfanne hauen oder ob Sie ihn loben, ist völlig egal. Sie verstärken das Stottern. Das verstärken Sie. Wenn Sie hier Aufmerksamkeit hingeben, verstärken Sie das. Haben Sie schon mal vom Klicktraining für Hunde gehört? Okay? Normalerweise trainieren wir Hunde mit der Stimme. Wir sagen ihnen, was sie tun sollen. Und dann reden wir unerhörten Stuss wie böser Hund und so ein Quatsch. Nicht gerade hilfreich. Mit dem Klicktraining können Sie nur positive Signale senden. Denn wenn Sie beim Fehler klicken, verstärken Sie den Fehler. Das merken Sie sehr schnell. Sie dürfen also nur klicken, wenn er das tut, was Sie wollen. Der lernt viel schneller. Den können Sie nicht versauen, wenn Sie es sauber machen. Ja, das Nervenkostüm eines Hundes, was Lernen angeht, was Nervenbahnen angeht, ist nicht anders als unseres. Also wenn wir die Schüler ständig verstärken mit Rot anstreichen von Fehlern, die wir benoten, was senden wir ständig für Signale? Späterer Meister? WC? Wohl kaum.
So. Jetzt hatte ich vorweggenommen, die Frage Nummer 10 im Prolog. Ja, das war das. Welcher Zielgruppe, welcher Klientel sollte Regelschulen dienen? Wer von Ihnen Lehrer ist oder Eltern sind, denken Sie mal drüber nach, inwieweit die Schulen, mit denen Sie zu tun haben, das tun oder vielleicht möglicherweise nachdenken wollen. Wie viele dieser Kinder haben Sie, ich habe jetzt noch gar nicht die mit Migrantenhintergrund erwähnt. Aber das ist so eine schöne Ausrede, wissen Sie, für Lehrer. Wir haben also in Berlin, wie Sie wissen, vor kurzem den Brandbrief gehabt. Haben Sie es mitgekriegt in den Nachrichten. Wobei die Lehrkraft, die den Brief geschrieben hat, inzwischen völlig fertig gemacht worden ist. Und die hatte den Brief ja schon viel länger davor geschrieben, nicht? Hat sich ja keiner gekümmert. Und dann hat irgendwer die Medien geleakt. Irgendwo war ein Leck. Ist es rausgeschlossen. Und dann hat man die erstmal fertig gemacht. Aber die Begründung ist ja in diesen Schulen, wir haben so viele Migrantenkinder, wir können quasi nicht unterrichten. Das beste Gymnasium, gut, es ist ein Gymnasium, aber immerhin das beste Gymnasium in Schweden, hat, wenn wir hingucken würden, würden wir sagen, 80% Ausländerkinder. Ist aber das beste Gymnasium. Diese Ausländerkinder sind zum Teil erst kurz im Land. Ist nicht so, dass die alle von Kindergarten an im Land gewesen wären, sondern das sind neue Zuzügler, die eben jetzt auch erst mit der Sprache kämpfen. Und die schwedische Sprache ist nicht gerade leicht. Ja, aus schwedischer Sicht, die schwedischen Lehrer sagen überhaupt nicht, dass sie Ausländer haben in der Schule. Die haben 80% Neuschweden. Ja, sehen Sie, mit der Einstellung nehme ich mich künftigen Bürgern meines Landes gegenüber doch anders. Was machen die Deutschen zum Beispiel? Die nennen die Menschen türkischer Abstammung, der dritten Generation immer noch Türken. Überlegen Sie mal, welche Begriffe sie verwenden für neue Mitarbeiter. Für Kunden? Sind die Kunden die Deppen, denen man was verkauft? Ja, ich bitte Sie, das ist in vielen Firmen so. Von der Einstellung her. Oder Ihre Verkaufstruppe, die an der Kundenfront kämpft. Ihre Serviceleute, die an der Kundenfront. Das ist doch spannend, die Wortwahl. Gibt es die bei Ihnen auch? So, jetzt stellen wir uns mal vor, hier ist das kleine Schulhaus und hier haben wir diese Kreise von bildungsfern zu bildungsnah. Wenn wir uns das so aufzeichnen, dann sieht das sehr gefährlich aus. Wenn die Lehrer eher hier angesiedelt sind und die Schüler eher hier, dann sieht das so aus, als hätten wir sehr viel Distanz. Darum heißt es ja PISA-Test sozioökonomische Distanz. Aber die Bilder, die wir haben im Kopf, sind sehr wichtig, die Metaphern, die wir benutzen. Zeichnen Sie doch den Lehrer in die Mitte. Und dann zeichnen Sie diese verschiedenen Kreise so um ihn herum. Schule könnte das verbindende Element sein. Und das schaffen die in Finnland, das schaffen die in Schweden. Das schaffen sie in der Schweiz und Österreich besser als wir in Deutschland bereits. Oder noch? Das ist die Frage bei Ihnen, ne? Sie haben zum Beispiel in der Schweiz, haben Sie an gewissen Schultypen der Oberschulen sehr viele männliche Lehrer gehabt. Das ändert sich jetzt langsam, ne? Habe ich gehört. Ist das richtig? Dass da mehr Lehrerinnen reinkommen? Ja. Überlegen Sie mal, was das bedeutet. Ich weiß nicht, wie viele alleinerziehende Mütter Sie haben, die Jungen haben. Ein Junge braucht einen Mentor. Ein Junge ist umgeben von Weibern. Wie soll er Spiegelneuronen entwickeln für männliches Verhalten, wenn er ständig umgeben ist von Weibern? Wenn wenigstens in der Schule die Lehrer Männer waren, hat er da männliche Modelle gehabt. Jetzt nehmen wir ihm die auch noch weg, weil da auch noch die Dame hineintrifft. Ja, wie soll er männliches Verhalten lernen? Das ist doch spannend. Jetzt denken Männer und Frauen ganz anders. Das ist heute nicht unser Thema, dazu gibt es drei DVDs inzwischen, können Sie in Ruhe reinziehen, aber nur mal als Beispiel. Ein Mann, wenn er ein Problem erkennt, dann geht er erstmal denken. Zieht er sich erstmal zurück zum Nachdenken. Frauen denken laut. Also quatschen die sofort los. Notfalls per Telefon mit irgendwem. Die denken dann gemeinsam. Okay? Das nervt Männer ohne Ende. Das nervt Männer ohne Ende. Er legt sich unter das Auto, nicht wahr, dass er nur nachdenken kann. Leuchtet ein. So, wenn also ein Unterricht stattfindet, dann möchten Männer entweder rumprobieren, also erst handeln und dann denken,
Während Frauen wollen erst die Gebrauchsanleitung lesen, also erst denken und dann handeln. Total unterschiedlich. Wie können wir die in einer Klasse in Naturwissenschaften unterrichten, wenn die so unterschiedlich gelagert sind? Hier sollten Männer Jungen unterrichten und Frauen Mädchen. Wenn sie dann schon gewisses Grundwissen haben, dann können wir sie zusammenführen, natürlich. Aber nicht, wenn sie die ersten neuronalen Fäden anlegen sollen. In der Grundschule behindern wir die Jungen, weil die Weiber quatschen. Und jetzt kommen wir ins Gymnasium, da quatschen schon wieder die Weiber. Ja, wann kriegt der mal einen männlichen Denkstil zu sehen, der seinem eigenen entspricht? Er hat keine Spiegelneuronen. Wie soll er denn was entwickeln? Wenn zu Hause niemand ist. Und ich meine, die Männer zu Hause sind ja auch nach dem Motto, nicht motiviert ist der fremde Mann, spielt, das ist dein Papa. Weil sie ja immer arbeiten müssen, nicht? Überstunden machen und so. So. Jetzt ist die Frage, wie lösen wir das auf? Seien wir uns darüber klar, dass viele Leute null Ahnung haben, was zu tun. Der Blink-Autor, Malcolm Gladwell, bringt phänomenale Beispiele. Ich deute sie nur kurz an, Sie müssen das Buch lesen, das ist phänomenal. Sportler haben keine Ahnung, was sie tun. Wenn wir Meistersportler befragen, dann haben sie hier ganz bestimmte Erklärungen für ihr Verhalten, das sie überhaupt nicht verstehen. Da sagt zum Beispiel ein Tennisspieler, Rückhand betreffend, irgendwas, und wenn sie versuchen, das zu machen, was der sagt, dann kriegen sie eine Armverletzung. Mit Sicherheit, weil das gar nicht geht. Ein Baseballprofi, der besonders gut ist im Batten, also mit dem Schläger da, den Ball erwischen, sagt, ja, also ich schlage eigentlich unbewusst, ich kümmere mich überhaupt nicht um den Schläger, sondern ich sauge den Ball mit meinen Augen an und führe ihn zum Schläger. Das geht gar nicht, weil anderthalb Meter vor dem Körper tritt der Ball in den blinden Fleck ein. Da sehen Sie nicht mehr, da können Sie nicht zum Schläger führen. Okay, das sind Spiegelneuronen. Das Verhalten ist wunderbar. Aber wir haben keine Ahnung, was wir tun, denn sie wissen nicht, was sie tun. Okay? Drum, je mehr sie beim Unterrichten machen lassen, Teppich knüpfen, desto eher lernen die Leute das. Warum springen manche aufs Fahrrad auf und fahren los? Weil sie sehnsüchtig schon so lange zugeguckt haben. Teppich knüpfen Mexiko. Deswegen hupfen die drauf und fahren los. Und dem anderen Kind schenken sie überraschenderweise ein Fahrrad. Oh Gott, ein Fahrrad. Der hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht. Ja, der muss jetzt mit Unfallrädern üben, weil er das nicht vorher gesehen hat. Das heißt, das Sehen hilft sehr viel. Übrigens ein sehr interessanter Reha-Gedanke zu den Spiegelneuronen. Aus der Gruppe um Palma und einer Gruppe in Lübeck in Deutschland haben die sich vereint, machen ein Europaprojekt, 3 Jahre. Leute, die also Herzinfarkt hatten und solche Geschichten und hinterher teilweise Lähmungen haben oder Hirnschlag oder so ähnlich, die rehabilitieren sich viel schneller, wenn sie im Video die Bewegung sehen, die sie jetzt trainieren sollen. Ja, ganz klar, leuchtet ein. Nicht? Das heißt, wenn wir es öfter sehen, deswegen das Experiment, das die Frau Doktor, von Dr. Böhm, die Frau in ihrer Klasse gemacht hat. Wenn ich das 10-mal sehe, das Wort, das Schwierige, 10-mal sehe ich, dass man allmählich doch mit E schreibt. 10-mal sehe ich das. Ja, und ab dem 5. Mal kann ich selber mithampeln, mitschreiben oder weiter zugucken. Dann prägt sich das ein, weil ich einen Nervenmann baue. Das heißt, wenn Sie so viel Zugucken, Nachspielen machen, dass das Kind nach Hause geht und weiß, was es tun soll, dann kann es auch Hausaufgaben machen, sprich üben. Aber wir schicken sie oft halbgekocht nach Hause, die haben gar keine Ahnung, was sie machen sollen. Und dann sagen wir, macht Hausaufgaben. Und in Bildungsfernen ist niemand zum Helfen. Und es geht nicht, dass die Mütter die Ersatzlehrer der Nation sein müssen und die Dinge ergänzen müssen, die die Schule offen gelassen hat. Das ist auf Dauer kein Zustand. So, jetzt kommen wir zu den richtig praktischen Sachen. Das haben wir. Das haben wir. So, wie können Sie das ändern? Wie können die Spiegelneuronenprobleme ändern? Sie brauchen 2 Aspekte. Erstens die Einsicht und zweitens eine Technik. Jetzt kommen wir zu den ganz konkreten Dingen. Es kommt noch ein Hammer. Nochmal anschnallen. Wann ist die nächste? Ich habe kein Pausengefühl, weil wir etwas verdreht sind. Wie lange darf ich im Moment? Ja, deshalb. Habe ich das richtig geahnt? Gut. So, also. Haben Sie schon mal gehört von der Redewendung, einen anderen Kopf aufsetzen? Ja? Man sagt auch in den Schuhen des anderen gehen, das ist quasi dasselbe auf anderen Teil des Körpers. So. Haben Sie vom Camelot-Effekt schon mal gehört?
Wissen Sie, was Camelot ist? Ein Musical beschreibt was? Merlin, König Arthur. König Arthur als Kind. Merlin hat ihn erzogen. Merlin der Zauberer. Also, England war zu diesem Zeitpunkt völlig zerstritten und sie konnten keine 30 Kilometer in irgendeine Richtung reisen oder gehen, ohne in Feindesland zu landen. Eine sehr gefährliche Zeit, eine sehr unbequeme Zeit. Wie Unterricht, Sie erinnern sich nicht. Und jetzt hat der Merlin zu dem Arthur, der doch vielleicht so 13, 14 Jahre war, gesagt, einem Habicht nachblickend, was sieht der Habicht, was der Arthur nicht sieht? In anderen Worten, setze den Kopf vom Habicht auf, schau mal aus dessen Augen. Und dann, gut, er war schon mal auf den Berg geklettert und hat von oben die Landschaft gesehen, das verbindet er jetzt. Das heißt, durch die Forderung, den anderen Kopf aufzusetzen, können wir andere Teile in uns, andere Neuronengruppen aktivieren, als die, die wir aktivieren im normalen Modus. Und jetzt wird ihm klar, dass das Land selber keine Grenzen hat, dass die von Menschen gezogen sind. Für den Habicht gibt es nicht dieses kleine Viehstimme, dieses kleine Königreich, dieses kleine Grafschaft. Das gibt es alles nicht für den Habicht. Okay? Und daher kommt dieser Camelot-Effekt, dieser Begriff Camelot-Effekt. Tim Galway, ein amerikanischer Sportprofi, der Leute trainiert, der auch sehr schöne Bücher geschrieben hat, zum Beispiel Tennis, das innere Spiel, derselbe. Der hat seinen Stars, die er gemacht hat, die damals noch keine waren, gesagt, welcher Tennisstar ist euer Vorbild? Und dann sagt einer Jim O'Connor oder was, sagt er, okay, ich spiele das nächste Match, als seist du Jim O'Connor. Sehen Sie, jetzt hocken Sie vor der Glotze und schauen den Jim O'Connor an, als Kollege. Und Sie sehen, was der für Tricks drauf hat, an die Sie noch nie gedacht haben, die selber einzusetzen. Und jetzt spielen Sie mit dem Kopf von Jim O'Connor und Sie haben durch Zuschauen schon Neuronen entwickelt. Bloß nie als Meyer Müller, wie immer Sie heißen, aktiviert, weil das ist ja der Trick von O'Connor. Und jetzt fangen Sie an, den zu integrieren, drücke ich mich klar aus. Anderen Kopf aufsetzen. Wir haben einen englischen Schulleiter, der als Junge sich erinnert, später erinnert hat, dass er als Junge saß, einen Aufsatz schreiben sollte und furchtbar gelitten hat, weil absolut nicht sein Aufsatz war. Finde ich schlimm, weil ich es schlimm finde, so in etwa, ne, wie vorhin die Kinder geschrieben haben. Und dann fällt ihm plötzlich ein, wie er damals so saß, da war er so vielleicht 12 Jahre alt auch, dass ihm damals ein Radiomoderator eingefallen ist, den er sehr bewundert hat. So einer mit der schnellen Schnauze. Und dann hat er sich gefragt, das heißt auch Prinzip, was wäre, wenn der den Aufsatz schreiben würde? Und auf einmal sind ihm Dinge eingefallen und er hat geschrieben, wie blöd, bester Aufsatz seines Lebens. Später war er Schulleiter und hat sich überlegt, was kann er machen, um den schwächeren Schülern zu helfen. Und dann war ihm das eingefallen. Und dann war heute eine kleine Prüfung dran. Und dann hat er gesagt, okay Kinder, denkt an jemanden, den ihr richtig clever findet. Dann hat er gewartet, bis jeder jemanden hatte. Es können übrigens auch Fantasiefiguren sein. Das kann eine Comicfigur sein. Superman ist ein Vorbild für Leute. Auch wenn man genau weiß, es ist eine Fantasiefigur. Es kann ein Romanheld sein. Jemand aus einem Theaterstück. Ich meine, die Schweizer sind ja auch geprägt durch ihren Apfelschießer, nicht wahr? Ja. Nicht? Wie weit ist es Legende? Wie weit ist es Fakt? So, der ist sogar ins Arabische übersetzt worden, nicht die Geschichte. Ich habe es im Arabischen mal gesehen. So. Und dann hat er, als jedes Kind sowas aufgeschrieben hat, hat gesagt, okay, jetzt macht ihr die Prüfung, als seid ihr derjenige. Und hinterher waren die Ergebnisse um einiges besser als normal, gerade bei den schwächeren Schülern. Der eine war so entsetzt von seinem tollen Ergebnis, und hat gesagt, das war nicht ich, das war der Clevere sowieso. Ist das unglaublich? Dann haben wir in Niederlande, was ich Ihnen vorhin schon erzählt habe, Dekkerhuis und Knippenberg haben Leute vor einem Test mit so Fragen wie bei Millionenrachen gebeten, den einen, die eine Gruppe, denkt, ihr seid ein Professor, wie wäre das? Macht euch Notizen. Also setzt euch den Kopf eines Professors auf. Die andere Gruppe hat man nur gedacht, gebeten, über Raudis nachzudenken. Nicht versetzt euch in die Position eines Fußballraudis, sondern nur denkt über Rauditum nach. Die Ergebnisse waren bei der Gruppe, die den Professorkopf auf hatte, 55,6% richtig. Wohlgemerkt, Trivial Pursuit Fragen ist so ähnlich wie Millionen.
Millionen Quiz. Man weiß nicht alles. Ist ein bisschen Glück auch dabei. 55,6% ist ziemlich gut bei solchen gemischten Fragen. Die Gruppe, die an Fußball-Raudis denken musste, hatte ein Ergebnis von 42,6%. Das heißt, wenn das eine Prüfung gewesen wäre, wären die durchgefallen. Daraufhin haben dann Steele und Aronson an der University of Stanford das verschärfte Experiment gemacht, wo die einen angeben mussten, dass sie Rassenzugehörigkeit schwarz sind, die anderen das nicht angeben mussten, waren ja alle Schwarze. Und da waren die Ergebnisse genau genommen ähnlich dramatisch. Die hätten also, die einen haben bestanden, die anderen nicht. Nur halb so viele Antworten waren richtig, wenn man angeben musste, ich bin ein Schwarzer. Und jetzt wissen Sie von dem IAT. Auch Schwarze können unbewusste Vorurteile haben gegen Schwarze. In Amerika kein Wunder. Warum? Weil schwarze Leute werden im Fernsehen gezeigt, 9 von 10 Schwarzen werden verhaftet. Mit nackigem Oberkörper auf den Boden geworfen, Hände hinter den Rücken, man sieht ständig den Sklaven. Das zeigt das Fernsehen. Und die wenigen, die mal hochkommen in irgendeinem Beruf, wie Paul oder Reis, die sind relativ helle. Das Wort schwarz passt gar nicht mehr. Die sind im richtigen Licht, sagen sie, ach, ist der tatsächlich farbig. Die dürfen dann mal hochkommen, damit man sagen kann, das sind die Vorzeigefarbigen, nicht von Amerika. Wir haben auch Farbige in Top-Positionen. Aber so einen richtig dunklen Schwarzen sehen sie nirgendwo in einer Top-Position. Und Michael Moore hat in seinem Buch Stupid White Man geschrieben, wie das abläuft, wie das Bild der Schwarzen gezüchtet wird, der schlimmen Schwarzen. Und dass 90% der männlichen Gefangenen, wenn sie mal Marihuana rauchen und sowas rausnehmen, also kriminelle Handlungen, 90% der männlichen Schwarzen, der männlichen Gefangenen sind Schwarze, obwohl sie nur 15% der Bevölkerung und davon ja nur die Hälfte sind, also 7%. Er sagt, wir schicken mehr in die Gefängnisse als aufs College. Das machen wir mit unseren schwarzen Jugendlichen. Sehen Sie, das geht seit Generationen. Spiegelneuronen. Da kommt man so leicht nicht raus. Und die wenigen, die es schaffen, haben selbstverständlich auch noch ihre unbewussten Vorurteile. Also, dass die unbewussten Vorurteile vorhanden sein mögen, das ist nicht das Schlimme. Das ist unsere Geschichte, das ist unsere Historie. Die Frage ist nur, können wir was ändern in der Zukunft? Und ich sage, wir können. Ich gebe Ihnen auch den von Reichow-Effekt, der ist unglaublich. Er hat junge Leute genommen, Künstler werdende, hat sie in eine leichte Trance versetzt. Aber wir wissen durch all die anderen Geschichten, wir brauchen gar keine Trance. Ein Raum zum Denken reicht bereits. Hat sie in ein Atelier geführt und hat gesagt, sie sollten malen wie ihr Lieblingsmaler. Und dann hat der eine eben wie Salvador Dalí und der andere wie Picasso und sonst was gemalt oder wie Rembrandt. Und dann hat er ihnen hinterher gezeigt, was sie gemalt haben. Die konnten es überhaupt nicht fassen. Das heißt, wenn wir und in Psychologie heute, in diesem Heft, das ich andauernd zitiere, das Aprilheft, Psychologie heute ist ja, manchmal ziemlich durchwachsen, aber manchmal gibt es ein richtig gutes Heft. Das Aprilheft ist sehr gut geworden. Da haben sie auch eine kleine Studie drin. Wenn man Kindern sagt, dass sie intelligent sind, dann sind die Ergebnisse im Test danach unmittelbar besser. Wir können aus diesen Mechanismen nicht raus. Wie oft machen wir unseren anvertrauten Mut? Wie oft zeigen wir ihnen, dass wir an sie glauben? So, und jetzt kommt der methodische Teil. Jetzt haben wir hier dann den Break. Frage, könnten wir um 5 vor wieder anfangen? Wenn wir jetzt 3 vor aufhören? Mhm.